Einer meiner Söhne musste damals sogar, also was heißt damals, noch gar nicht lange her, vor Gericht, weil er geschlagen wurde von der Gruppe. Außerdem ist es so, dass ich als Kind sehr, sehr schlechte und schlimme Erfahrungen gemacht habe. Wie viel Quadratmeter hat euer hübsches Haus? Ist dein Mann Deutsche oder Italiener? Also mein Mann, der. Heute gibt es ein Q&A für euch. Das habt ihr euch gewünscht. Dazu kamen einige Fragen auf Instagram zusammen. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie lange das Video wird. Am besten drückt ihr einmal kurz auf Pause, holt euch was zu trinken und macht es euch gemütlich. Falls ihr kein Instagram habt, mir aber schon immer mal eine Frage stellen wolltet, schreibt sie sehr gerne mal in die Kommentare. Da kann ich natürlich gerne ein weiteres Video daraus machen. Und wir starten durch in dieses Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Also die erste Frage wäre hier von der Ruby 2016. Werden bzw. wurden deine Kinder zweisprachig erzogen? Und darauf folgt noch eine weitere Frage von der lieben Franzi. Passend dazu würde mich interessieren, ob sie gut Italienisch können. Also es ist so, dass ich das Ganze jetzt bei dem Liam anders mache. Mit dem Liam spreche ich schon Italienisch und versuche das Ganze auch durchzuziehen. Das war bei meinen Jungs damals ein bisschen schwierig, denn mein Mann spricht ja kein Italienisch, das macht die Sache nicht ganz so einfach. Und es war auch so, dass es hier in der Schule nicht angeboten wurde. Also es gab einen Italienischkurs, allerdings war es so, dass da Kinder von der 1. bis zur 8. Klasse waren. Also da war die Spanne sehr, sehr groß, sodass es so war, dass manche Kinder eben Italienisch super gut konnten und andere eben noch gar nicht. Und die Lehrerin mehr krank war als anwesend, was die ganze Sache irgendwie etwas schwer gemacht hat. Und somit, ja, hat sich das so im Sand verlaufen. Außerdem ist es so, dass ich als Kind sehr, sehr schlechte und schlimme Erfahrungen gemacht habe diesbezüglich. Also ich wurde immer total als Ausländerin abgestempelt und die nicht gut Deutsch spricht. Und das war für mich als Kind total schlimm. Das wollte ich auf gar keinen Fall für meine Kinder. Und ich habe immer gesagt, meine Kinder sollen diese Sprache perfekt beherrschen. Also perfekt. Wer ist schon perfekt? Ihr wisst, was ich meine. Es soll aber so sein, dass wir ja hier in diesem Land leben und sie deshalb diese Sprache beherrschen müssen, meiner Meinung nach. Und das habe ich so eben durchgezogen und da hat die italienische Sprache quasi etwas drunter gelitten, weil ich das Ganze eben nicht kontinuierlich, ja, durchgezogen habe, was natürlich eigentlich ein Quatsch ist. Natürlich hätten sie auch Italienisch lernen können. Aber ja, es war alles ein bisschen schwierig. Jetzt beim Liam möchte ich das etwas anders machen. Sie sprechen nicht so viel Italienisch, aber sie verstehen es. So viel zu der Frage. Dann fragte mich die Tante Theresa: Hast du jemanden, der dich im Haushalt unterstützt? Es ist immer alles so schön dekoriert und herausgeputzt. Vielen Dank für dieses liebe Kompliment, da freue ich mich. Also ich habe niemanden, der mich weder im Garten noch hier im Haus unterstützt, also keine Haushaltshilfe oder keine Putzfee, keinen Gärtner, den ich ab und zu schon mal gebrauchen könnte, denn ich habe leider keinen grünen Daumen. Und es ist mir tatsächlich auch nicht so wichtig wie das Ganze hier im Haus. Also da lege ich sehr, sehr großen Wert drauf. Also ich hätte natürlich auch gern einen schönen Garten, so wie meine Nachbarin. Die hat es wirklich alles schön gepflegt und ist viel draußen. Aber die liebt es auch und sie kann das vor allen Dingen und ich halt nicht. Und die Zeit, die ich habe, investiere ich hier. Aber ihr wisst, ich bin eine kleine Nachteule. Mir macht es gar nichts aus. Ich habe es einfach gern ordentlich. Und wenn das alles so schön sauber ist, fühle ich mich wohl. Mir macht es auch nichts aus, wenn ich dann nachts irgendwie noch am Bügeln bin oder am Durchwischen. Wie gesagt, das mache ich gern. Ich bin eine kleine Nachteule und deshalb macht es mir nichts aus. Das Einzige, wo ich mir Unterstützung holen muss, ist bei der Glasfassade. Die ist zu hoch, da komme ich leider nicht hin. Und ein paar Fenster von außen müssen auch eben von dieser Firma gereinigt werden, weil man da nur von außen eben drankommt mit einer riesigen Leiter und das schaffe ich nicht alleine. Also da hole ich mir tatsächlich etwas Hilfe. Dann kommt die nächste Frage von der Michaela. Was für eine Rasse ist Bella? Die Bella ist ein Labrador. Jetzt klingelt das Telefon, war ja klar. Also es ist immer so, wenn ich an der Kasse stehe oder ein Video drehe, dann klingelt mein Telefon. Mit dem Moritz, das fand ich auch eine interessante Frage von der Easy1703. Ich würde gern wissen, warum der Moritz nicht vor die Kamera will. Die anderen Kinder zeigen sich jetzt auch seltener. Ist es ihnen peinlich? Meinst du, dein Mann zeigt sich mal? Ich akzeptiere natürlich, wenn die nicht wollen, aber ich bin halt neugierig. So, das waren mehrere Fragen. Also der Moritz, der möchte sich halt einfach nicht zeigen. Und ich finde das total in Ordnung und ich akzeptiere das natürlich auch zu 100%. Das ist ein
hübscher Teenager, der sich eigentlich zeigen könnte, aber er möchte es nicht und so ist es eben. Ne? Ihr habt auf Instagram jetzt ein oder zweimal schon ein Bild von ihm von hinten gesehen oder mal eine Hand, aber das ist auch die Ausnahme. Mein Mann, ob der sich mal zeigen wird oder möchte, steht auch in den Sternen. Und ob es den anderen jetzt peinlich ist, also peinlich ist es ihnen nicht. Dem Lissandro und dem Gianluca, sie kommen jetzt nicht mehr so oft vor, weil ich da jetzt eine andere Schiene fahre. Wenn sie merken, dass die Kamera angeht, entscheiden sie selbst, ob sie gezeigt werden möchten oder nicht. Und ja, wie gesagt, das akzeptiere ich natürlich voll und ganz und das ist natürlich auch wichtig. Dann Wintertime 1990, wie viel Quadratmeter hat euer hübsches Haus? Also ja, Zahlen zu sagen ist immer ein bisschen blöd. Unser Haus ist schon sehr groß. Hier wohnen 7 Personen, jeder hat sein Zimmer und ich denke, an den Blogs seht ihr es schon auch, dass es geräumig ist und ja, das lassen wir einfach so stehen, denn ich möchte nicht, dass es hier so den Eindruck macht, dass ich jetzt mit irgendwas prahlen oder angeben möchte. Ich habe das schon mal gesagt, wir haben unser Haus gebaut vor meiner YouTube-Zeit, also das hat damit überhaupt nichts zu tun und das finde ich ist auch wichtig für mich, dass, ja, dass ich euch das so sage. Im Prinzip ist es auch völlig unwichtig, wann wir gebaut haben, sondern einfach, dass wir uns hier wohlfühlen und dass für jeden Platz ist und dass es so ist, wie wir es uns gewünscht haben. Wie ist die Umstellung, wenn man schon 4 große Kinder hat, die aus dem Gröbsten sind und dann kümmert man sich wieder um ein Baby, was einen zu 100% braucht? Das schreibt die liebe Noelilu. Hoffentlich spreche ich das richtig aus. Also die Umstellung, die war jetzt für mich gar nicht so groß, wenn ich ehrlich bin. Wenn man Kinder hat, weiß man, dass man trotzdem immer viele Sorgen hat und viel Arbeit. Es ist nicht so, weil die Kinder groß sind, dass man da sagt, naja, um die muss ich mich nicht mehr kümmern. Natürlich ist es was anderes, wenn man ein kleines Baby hat. Da muss man ja wirklich 24/7 da sein, man muss nachts aufstehen und die Bedürfnisse erstmal kennenlernen von dem kleinen Baby. Die Jungs können jetzt natürlich schon sagen, ob sie Hunger haben, Durst oder ob sie schlafen wollen und so weiter. Das ist eine andere Geschichte. Sorgen hat man aber trotzdem und Ängste und Arbeit mit den anderen Kindern, ne? Was Schule betrifft, Freizeit. Alles drumherum und sie brauchen natürlich auch Aufmerksamkeit und Liebe logischerweise. Und deswegen verstehe ich es nicht, dass viele dann immer sagen, naja, du hast ja schon große Kinder. Ja, habe ich, aber deswegen bin ich trotzdem für sie da. Anders, aber ich bin für sie da. Und die Umstellung war, wie gesagt, für mich jetzt nicht so groß, muss ich sagen. Also ich habe ja gewusst, auf was ich mich einlasse. Wir haben es uns ja so gewünscht. Es war jetzt nicht von heute auf morgen so, du kriegst noch ein Baby und dann hast du es plötzlich im Arm, sondern man hat erstens mal 9 Monate Zeit, um sich darauf vorzubereiten, also 10 Monate. Und davor haben wir uns viele, viele, viele Gedanken gemacht, mein Mann und ich. Conny Q68 fragt, wie schafft man den Spagat zwischen Familie, Haushalt und Arbeit und ist immer so gut drauf, dein Tag hat doch auch nur 24 Stunden. Wie hast du und dein Mann euch kennengelernt? Möchtest du noch Kinder, ein Mädchen? Wo geht es in den nächsten Urlaub? Und ja, das waren jetzt einige Fragen. Also Urlaubsplanung, wir fangen mal von hinten an. Wir haben uns auch gar nicht über Urlaub unterhalten. Mein Mann ist immer höchst allergisch auf das Wort Urlaub. Und ja, wenn man selbstständig ist, muss man da einfach schauen, wann es reinpasst. Ich kann nicht Anfang des Jahres irgendwie mit dem Kalender bei meinem Chef ankommen und sagen, da und da und da hätte ich gern Urlaub, sondern bei uns muss es einfach reinpassen. Sehr spontan sind wir da und ich mache das natürlich auch jetzt in Zukunft von meiner Mama ein bisschen mit abhängig und das ist alles ein bisschen kompliziert, aber ich werde euch natürlich auch sehr, sehr gerne mitnehmen. Dann, ob ich ein Mädchen möchte, das liegt leider nicht in meiner Hand, aber wir haben die Kinderplanung, denke ich, jetzt mal abgeschlossen. Lassen wir mal so da stehen. Dann, ob mein Tag mehr als 24 Stunden hat. Nee. Aber wie gesagt, ich bin eine kleine Nachteule. Ich mache halt nachts auch sehr, sehr viel. Sieht man ja auch, ne, an meinen Augenringen, dass ich wenig schlafe. Die Frau von Claudia fragt, wie kommst du damit zurecht, wenn deine Kinder von anderen Kindern geärgert werden oder sogar gemobbt? Betrifft mich gerade selber und weiß nicht, was ich tun soll. Okay, also, ja,
da komme ich einfach dazwischen, ne? Wenn die gemobbt werden. Nein, kleiner Spaß. Also es ist halt schwierig. Natürlich bringt man den Kindern bei, dass sie miteinander sprechen sollen, auf gar keinen Fall handgreiflich werden sollen und so weiter. Aber ganz ehrlich, das ist auch nur so in unserem Kopf und unser Wunschdenken, was wir natürlich gerne so hätten, dass sie sich nicht schlagen und dass sie sich nicht streiten und so weiter. Aber es kommt halt nun mal vor. Und es war auch bei uns so. Einer meiner Söhne musste damals sogar, also was heißt damals, noch gar nicht lange her, vor Gericht, weil er geschlagen wurde von der Gruppe. Er wurde umzingelt, war auf einem Fahrrad und lange Geschichte. Jedenfalls habe ich das angezeigt. Hallo, wo komme ich denn da hin? Also, soweit kommt es noch, ne? Wenn diese Personen nicht bestraft worden wären, ganz ehrlich, hätte ich schon hier an dem System gezweifelt, aber sie haben ihre gerechte Strafe bekommen und es ist so, dass ich jetzt nicht denke, dass die Kinder sich dann schämen, wenn man irgendwie mit den Lehrern spricht, mit dem Direktor musste ich auch hin, weil ich gesagt habe, hier, ihr müsst da ein Auge drauf haben, was ist da los? Meistens oder oft bekommen das die Lehrer auch gar nicht mit, weil die Kinder sich nicht getrauen, was zu sagen, ja? Und deswegen da immer ein offenes Ohr haben, auf jeden Fall aufmerksam sein. Natürlich ist es die letzte, für mich letzte Instanz, dass ich da dazwischen gehe. Also das müssen die Kinder natürlich selbst miteinander ausmachen, ganz klar. Aber ja, wenn die da handgreiflich werden, dann kommt die Mama Heidi dazwischen. Hallo liebe Heidi, fragt die Eva, ist dein Mann Deutsche oder Italiener? Also mein Mann, der hat deutsche Wurzeln, der ist kein Italiener. Was manchmal ein bisschen schade ist, weil er nicht versteht, was ich von ihm möchte. Obwohl ich es ihm auf Deutsch sage. So, sorry meine Lieben, jetzt ist meine Kamera ausgegangen. Der Akku war leer und ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ich bin, wie gesagt, total gut vorbereitet. Ich glaube, wir waren bei der Frage, wie ich meinen Mann kennengelernt habe. Ja, lang ist's her. Bei uns hier im Ort und ja, was soll ich sagen, ich grinse und es ist einfach total lustig mit meinem Mann. Ab und zu regt er mich natürlich auch auf, ganz klar, aber ich glaube, ich reg ihn genauso auf und ja, wir haben uns gesehen, dann hat er mich gefragt, ob wir gemeinsam was trinken gehen möchten und so hat sich das dann eben entwickelt und irgendwann hat er mir einen Heiratsantrag gemacht. Das Ganze war jetzt sehr komprimiert. Da ist natürlich einiges an Zeit dazwischen gewesen. Ja, und ich würde sagen, ich beende jetzt an dieser Stelle dieses Video, denn der Liam ist wach. Hier ist er, der kleine Mann. So, komm mal hier rüber. So. Falls ihr noch Fragen habt, stellt sie mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Dann mache ich natürlich sehr gerne ein weiteres Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich euch die paar Fragen jetzt beantwortet habe. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!